Ich freue mich, dass wir wieder ein bisschen in sichtbarere Bereiche hineinkommen können, von den kleinen Lebewesen und diesen wichtigen, fast angstmachenden, unsichtbaren, uns zu irgendetwas zwingenden, zu Wesen, die groß, ruhig, satt, zufrieden, warm vor uns stehen. Und das sind die Kühe. Und die Kühe haben ja, wir haben ja eine lange Beziehung zu Kühen. Man findet fast schon in den ersten Spuren der Menschen, findet man schon also Milchgefäße. Kürzlich hat man das Käserezept des Ötzis irgendwie gefunden. Was war da? Man hat gemerkt, es war kein Lab, sondern eine käfirähnliche Sache. Das heißt also, die Kühe haben die Menschen schon sehr lange domestiziert. Die Kühe, die Menschen. Und die Menschen, die Kühe, und man kann sich ja dann fragen, was ist alles daraus entstanden? Und es ist sehr erstaunlich, was alles daraus entstanden ist. Die Kuh hat sich ja dem Menschen sehr stark hingegeben. Wahrscheinlich selten so ein Tier wie die Kuh. Sie hat sich mit ihrem ganzen Körper hingegeben. Sie hat sich mit der Milch hingegeben, ich spreche jetzt vor allem von der Milchkuh, weil das ist wahrscheinlich die stärkste Symbiose, dass sich der Mensch an die Stelle des Kalbes setzt, das Kalb wegnimmt und sich an die Stelle des Kalbes setzt. Das bringt mich dann jeweils zu diesem Ausspruch, es ist nicht so, dass die Bauern in die Kühe verliebt sind, sondern die Kühe sind ja eigentlich alle ein bisschen in den Bauern verliebt, in den Milchviehbauern, weil sie eben unter Entspannungs- und Glückshormonen ihm die Milch zweimal im Tag geben und sagen, mein liebes großes Kalb, nimm. Und je besser, dass sie das tun können, weil sie den Bauern oder den Melker akzeptieren, desto weniger Krankheiten haben sie auch selber, ist ja selbstverständlich. Das heißt, die Beziehung zwischen Landwirt und Kuh hat eine auch wirtschaftliche, eminente und auch in der Entwicklung eine große Bedeutung. Das wissen alle, die mit Kühen zu tun haben, das wissen alle, was für Schlüsselreflexe man braucht, um mit Kühen in eine Beziehung zu gehen. Jetzt kommt es ja noch zusätzlich, dass man sich fragen muss, warum kann die Kuh eigentlich dem Menschen so zusätzliche Tore öffnen, zum Beispiel in ein Graswirtschaftsgebiet zu gehen und dort genügend Eiweiß zu haben, dank der Kuh und so weiter. Warum hat die Kuh dem Menschen so viel ermöglicht? Und ein Hauptgrund ist auch wieder eine Beziehung, weil die Kuh selber eine ganz spezielle Beziehung zur Pflanze eingeht. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist eine unheimlich intensive Tätigkeit, die die Kuh mit der Pflanze macht. Eine Kuh frisst etwa 8 Stunden im Tag. Fressen, das heißt nicht noch sprechen miteinander und irgendwie, sondern Gabel in der Hand und fressen, selbstverständlich ohne Gabel. Also das heißt, wenn ich morgens um 6 aufstehe, beginne zu fressen, bin ich nachmittags um 2, bin ich dann fertig mit Essen. Und dann muss ich noch 8 Stunden wieder kauen, das ist dann abends um 10. Dann habe ich erst das Notwendigste gemacht, um zu überleben. Es ist schon 10 Uhr abends. Und dann kann ich mit dem Rest kann ich noch schlafen, kann noch meine Kälber pflegen, kann noch irgendwie mit den Bauern verliebt anschauen und so. Und noch irgendwie ein bisschen Freundschaften pflegen. Aber ich bin von 10 bis morgens um 6 habe ich da Zeit. Stellen Sie sich vor, so intensiv. Etwa rund ein Drittel des Körpergewichts, stellen Sie sich einmal vor, das wäre bei mir 33 Kilogramm Kartoffeln, jeden Tag. Jeden Tag, Samstag und Sonntag, ohne Pause, jeden Tag 33 Kilogramm Kartoffeln mit Liebe zu fressen, bis zum letzten Kilogramm mit Freude und Liebe zu fressen und sich mit dem den Ranzen zu füllen und dann diese Übersäure, die entsteht im Pansen daraus, wie eine Explosion, dann mit etwa 120 Liter Speichel wieder auszugleichen. Das heißt, ich nenne das in meinem Buch der Tanz auf der Explosion. Das heißt, mit einem unheimlichen Rhythmus immer wieder diese Explosion, die entsteht durch das liebevolle Fressen der Pflanzensubstanz, dann wieder in einen Tanz zu bringen und in diesem Tanz sein Leben zu haben. Wenn eine Kuh zum Beispiel stirbt,
an einem Herzinfarkt, das gibt es auch heute selten, weil sie die Landwirtschaft nicht überstehen, werden sie früher geschlachtet, haben sie keine Herzinfarkte, aber es kann sein, dann muss ein Bauer, das wusste man früher, musste man unten den Pansen aufschneiden, das ist der erste Magen, Hohlraum, etwa 200 Liter Platz, und da muss man diese Explosionsstoff musste man ausräumen, weil die Kuh sonst im Tod noch an der Gärung explodiert. Sie verplatzt nicht, aber es versprengt ihr den Pansen. Das heißt, diese Explosion ist latent vorhanden. Und das ist Beziehung, sehen Sie, eine Beziehung zur Pflanze. Eine solche intensive, über 120 Liter Speichel, über Rhythmus, ist eine Beziehung zur Pflanze, die einem vor der Nase wächst. Man sieht sie nicht beim Fressen. Die Kuh sieht nicht an den Ort, wo sie frisst. Sie sieht nicht in den Teller. Sie hat ja eine zusammengewachsene Oberlippe mit den Nasenlöchern zusammengewachsen. Dort ist sie immer feucht. Sie spürt sehr an dieser feuchten Nase sehr fein den Wind. Sie spürt auch sehr fein die Gerüche mit der Nase. Aber sie hat keinen visuellen Kontakt auf den ersten Blick. So. Aber sie spürt das ununterbrochen und sie frisst natürlich nicht zufällig, sondern sie frisst, wenn man genau schaut, auf der Alp zum Beispiel, wo sie auslesen kann, frisst sie da ein bisschen, sie komponiert diese 33 Kilogramm Kartoffeln dauernd. Wir gehen nicht davon aus, dass es zufällig ist, wie sie das komponieren. So. Und auf dieser innigen Beziehung zwischen Pflanze und Kuh in der Verdauung, mit der ganzen Psyche der Kuh, mit der ganzen, ich kann mal sagen, salopp mit der Meditationskraft der Kuh, des Wiederkauens, dass sie irgendwo in Ruhe macht, ganz in sich versunken, kommt schlussendlich das, was hinten rauskommt, Entschuldigung, ist genau das, was das wieder braucht, um zu wachsen, um ihr wieder als Nahrung zur Verfügung zu stehen. Das heißt, es ist ein Gleichgewicht, das entsteht zwischen Standort und Kuh. Und diese Möglichkeit hat den Menschen verholfen, zum Beispiel so eine Kultur der Sesshaftigkeit zu entwickeln. Also das heißt, diese Standortliebe durch die Pflanze der Kuh, diese Möglichkeit, das in sich zum Tanzen zu bringen, das im Gleichgewicht wieder auf der Wiese zu hinterlassen, hat den Menschen die Möglichkeit, in der Beziehung mit der Kuh so etwas wie Sesshaftigkeit zu entwickeln, weil er da ein Tier hat, das fressen und, Entschuldigung, scheißen kann und der Boden wird besser, wenn es im richtigen Verhältnis ist. So, das wäre mal das Grundlage zur Kuh. Und jetzt schauen wir mal so eine Kuhherde an. Da haben wir so ein paar, einfach, wenn Sie die so sehen, frei auf die Wiese gestreut. Der Kenner sieht natürlich, dass es eben nicht frei auf die Wiese gestreut ist, sondern jede von dieser Kuh ist auch in einer Beziehung drin zu einer anderen, ununterbrochen. Das heißt, Sie können davon ausgehen, wenn Sie Kühe so auf einer Wiese sehen, dann ist nichts zufällig. Zum Beispiel diese zwei braunen Kühe, die sind erst seit 3 Wochen in dieser Herde und darum signalisieren sie nicht Zugehörigkeit. Sehen Sie sofort. Sie sehen andere, die bewusst mit dem Kopf gegen die Mitte der Herde schauen, andere, die bewusst mit dem Kopf gegen außen schauen, können Sie alles sehen. Es ist nichts zufällig. Es ist alles ausgehandelt. Es ist alles in einem, sagen wir, Bewegungsgeflüster miteinander abgemacht, wo man hinliegt, wie man hinliegt. Und das Spannendste sind diese zwei, die schauen wir dann auch später noch von nahe an. Also, das heißt, Kühe sind immer miteinander auch selber, also die Kuh kommuniziert mit dem Menschen, weil er das Kalb ist, sie kommuniziert mit der Pflanze als ihr Lebensexistenzgefühl und sie kommunizieren untereinander. Wenn Sie da so eine Herde von Kühen von oben fotografieren, das wäre zum Beispiel jetzt ein Foto von oben, ich habe da einen Helikopter für meine Kühe, und da wissen Sie, weiß man, der Landwirt weiß, wo Gott ist das weiter, dass sie bei jeder Kuh eigentlich eine unsichtbare Kugel haben. Das heißt, jede Kuh beherrscht durch ihre Präsenz einen Raum, bei dem man eigentlich fragen muss, ob man hinein darf oder nicht. Und das können Sie genau sehen, wenn zwei Kühe aufeinander losgehen, dann fragen sie an einem bestimmten Moment, fragen sie, darf ich kommen, darf ich nicht kommen. Sie können das gut beobachten,
Bei vielen Kühen sehen Sie die Reaktion, wenn Sie zum Beispiel hinten an eine Kuh herangehen und sie ist so zahm, dass sie sich nicht umdreht, sondern dass sie weiterfrisst, dann wird sie einen kurzen Moment mit dem Schwanz einen kurzen nervösen Schlag machen, in diesem Moment, wenn sie in diese Kugel hineinkommen. An dieser Stelle können Sie beginnen, als Mensch mit einer Kuh zu kommunizieren. Weil wenn Sie dann einfach hineingehen bei der Kuh, zum Beispiel in einem Anbindestall, können Sie sehen, wenn Sie eine Reihe Kühe haben, 20 Kühe nebeneinander, und Sie gehen hinten den Gang entlang, dann können Sie sehen, dass Sie eine nach der anderen, machen Sie das mal, ganz kurz mit dem Schwanz so macht, in dem Moment, wenn Sie in diesen Bereich kommen, kann Ihnen passieren. Wenn Sie jetzt natürlich einfach weitergehen an diesem Ort, Sie sagen, aha, die Kuh macht halt so, ja, da gehen wir einfach weiter, ist es wie zu... Stellen wir uns vor, es ist wie, wenn Sie in ein fremdes Zimmer kommen, ohne anzuklopfen. Dann, für die Kuh ist das einfach ist es ja eigentlich gewöhnt, dass dieser komische Zweibeiner halt als Analphabete einfach immer da so hineinkommt, oder? Sie können aber beginnen jetzt an dieser Grenze mit der Kuh zu kommunizieren, indem Sie zum Beispiel ein bisschen den Kopf nach unten halten oder ein bisschen sich größer machen oder einen Schritt zurückgehen in dem Moment, wo Sie an diese Grenze kommen und dann sagen, hallo, darf ich kommen? Und dann kann es sein, dass Sie eine Antwort bekommen. Auch wieder eine Körperhaltung, eine Antwort bekommen und Sie können dann auf das reagieren und da beginnt ein neues Kapitel zwischen Mensch und Tier. Das heißt, Sie beginnen mit der Kuh zu sprechen. Mit Pferden kann man das wunderbar, noch viel besser als mit Kühen, weil sie viel besser sehen und wir so stark auf den Sehsinn angewiesen sind. Aber mit den Kühen ist es unheimlich, wie Sie dann sehen, dass die Kuh mit Ihnen zusammen eine Reaktion kommt und es beginnt eine Kommunikation. Das heißt, die Kuh hat wahrscheinlich das Erlebnis, das versteht mich einer. Da kommt nicht eine Analphabete einfach in mein Zimmer, nimmt irgendwo etwas vom Nachttisch und geht wieder raus. Ja? Sondern da ist einer, der mich versteht. So, jetzt sieht man bei den Kühen in normalen Herden, also in Nicht-Milchviehherden, ist es ja so, dass wir eigentlich durch diese Kugeln haben wir die Tendenz, dass diese Herde immer auseinander strebt. Verstehen Sie? Strebt eigentlich auseinander. Und es gibt ein anderes Element in den Herden, das die Herde wieder zusammenbringt. Und das sind die Sippen. Das heißt, Sie haben bei Kühen, haben Sie nicht bei Milchkühen, wo eben nicht das Kalb weggeht, haben Sie eine Sippenbildung. Haben Sie in jeder Herde, in jeder Gnu, in jeder Elefanten und ich weiß nicht was für Herden, haben Sie eine Familie. In diesen Familien, die sind je nach Tierarten verschieden, gibt es vielleicht 7, 8, manchmal 20, da wird ein schwaches Tier, ein einzelnes schwaches Tier, eines zum Beispiel dieses da, wird dann verteidigt gegen eine andere Sippe von einer starken Schwester. Das heißt, die Kuh hat dann zusätzlich zu ihrer eigenen Kugel hat sie noch eine Sippenkugel. Das ist zum Beispiel, das können Sie gut sehen in großen Herden, dass in großen Herden von vielleicht 1000, 5000 Gnus, dass die immer ein bisschen am Blöken sind. Denkt man, warum machen die immer so Krach? Die machen so Krach, weil sie immer ihre Sippe rufen. Weil es ist gefährlich für sie, sich in der Sippe als Einzeltier zu verlieren. Also ähnlich wie wenn Sie an einen Fußballmatch gehen, sehen Sie die Leute auch immer am Telefon, aber die sind nicht am Telefon nach außen, sondern nachdem der beim Kiosk kein Bier holen ging. Sagen, ja, siehst du mich so? So sind sie immer miteinander kommunizieren und darum sprechen die ununterbrochen, sind die in der Sippe, weil sie sich in der großen Herde, es ist vielleicht gefährlich, sich verloren zu fühlen. So, und jetzt heißt das also, wenn Sie jetzt eine Milchkuhherde haben, haben Sie diese Sippe nicht. Sie haben diese Sippe nicht. Sie haben nur ein gemeinsames Etwas, was die Herde wieder zusammenbringt. Sie haben also nur noch die Hierarchien, weil das Kalb weg ist. Das Tier ist einzeln und das Kalb ist weg. Und Sie haben dieses Zusammenfassende der Herde nicht mehr. Und an diese Stelle setzt sich jetzt der Mensch. An diese Stelle setzt sich der Mensch. Das heißt, und wenn Sie auf alten Bildern schauen, sehen Sie die Kinder vorne der Herde, der Großvater hinten oder umgekehrt und der melkt, der Bauer oder die Bäuerin, mitten in der Herde. Dort gehört sie hin und er hat eigentlich diesen integrierenden Rest
der Sippenbildung hat er auf sich konzentriert, weil er eigentlich das verbindende Element ist. Und darum muss man heute an guten, fortschrittlichen landwirtschaftlichen Schulen lernen, richtig Kalb zu spielen. Verstehen Sie? Das ist ein neues Fach. So, die Kuh nimmt sie, wenn sie kommunizieren mit der Kuh, nimmt die Kuh sie eigentlich als eine solche Form wahr. Sie nimmt sich selbst als solche Form wahr, von hinten ein Viereck, von vorne ein Viereck. Es kann Ihnen passieren, wenn Sie einen Pfosten einschlagen in einer Weide, Sie haben ein brünstiges Rind hinter sich, Sie haben den Kopf ein bisschen nach unten, so dass Viereck da wunderbar ist. Kann es sein, dass es von hinten auf die Schulter steigt? Das kennt jeder, der mal in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Der Stier im künstlichen Besamung, dem stellen Sie ein Viereck hin, dann geht er drauf. Das heißt, die Kuh ist relativ anspruchslos im Muster der Wahrnehmung sichtbar. Sie riecht sehr gut, sie hört sehr gut mit zwei verschiedenen Ohren, die sie an verschiedenen Orten hinlenken kann, aber die Sicht ist nicht so wichtig. Viereck, Kuh. Und da sehen Sie, dass natürlich mit einem zwei Vierecke miteinander kommunizieren, ist natürlich schwierig. Und da sehen Sie jetzt sofort, wie wichtig eben dann der Kopf ist. Verstehen Sie, wo der Kopf hingehalten wird, hat dann eine verschiedene Bedeutung. Und jetzt sehen Sie sofort, stellen Sie sich vor, Sie sehen relativ schlecht wie eine Kuh, und da können Sie über die Kopfhaltung können Sie schon viel sagen. Oder? Können Sie sagen, komm da hin, schleck mich da, oder bleib draußen, oder Sie können auch nur den Kopf so drehen. Und jetzt wird natürlich diese Kommunikation verstärkt durch das da. Verstehen Sie? Das heißt, die Hörner helfen der Kuh sehr, über größere Distanzen kommunikativ die Feinheiten der Kopfhaltung zu zeigen. Und darum kommen wir dann eben mit der Forderung und sagen, das Hörnern der Kuh hat so etwas zu tun wie eine Kommunikationsbehinderung. Wäre einer der Gründe, um die Hörner dazulassen, um diese Kugel schön in Würde beherrschen zu können. So, und dann, wenn man natürlich nimmt, dann wird das möglich, oder? Da können wir auf viel kleinerem Raum, können wir die zusammentun, wo sie eigentlich sonst in der Natur nur in Notfällen, in absoluten Notfällen so zusammengepfercht werden, wenn die Bedrohung von außen so stark ist, dass man die einander in der Kugel herumtrampeln kann, weil das stärker ist. So, wenn man das mal beim Kühen genau anschaut, sehen Sie, Sie können immer, wenn Sie wollen, fotografieren. Ich bin kein guter Fotograf. Sie sehen ununterbrochen, wie Kühe miteinander kommunizieren. Die hat jetzt hier gerade getrunken. Und die möchte gern trinken und die fragt jetzt eigentlich, darf ich da? Und die findet, hat noch keine Lust, die andere hinzulassen. Sehen Sie? Dann da ist eine, die hat sich am Wand hingestellt. Das ist der Moment, wenn die Kühe freigelassen werden aus dem Barren, sagen wir, wo sie fixiert sind. Wenn man dann aufmacht, beginnen sie einen Platz zum Liegen zu finden, um wieder kauen zu können. Und da hat sich jetzt eine Schwache hat sich da hingestellt, ganz typisch, mit dem Hinterteil geschützt, nur noch vorne, wo ich das den Blick habe, kann ich mich aber auch noch wegbewegen. Und eine Starke da, das ist eine sehr alte Kuh, die ist etwa 14-jährig, die geht jetzt dahin und schaut, ich will mich da in die Mitte liegen, weil das sind die Erste, die abliegen muss, weil wir keine Boxen haben, gehen sie nicht einfach in die Boxen hinein, sondern müssen das jeden Tag neu aushandeln, manchmal zwei, dreimal im Tag. Und da sehen Sie jetzt, wie die da eigentlich fragt. Sagt, ich liege jetzt da und die andere wartet, weil sie weniger hoch in der Herde ist, wartet sie, bis die sich gelegen hat. Dann geht sie noch einen Schritt weiter, sehen Sie die Kommunikation, sofort, die Ohren aufeinander, alles ganz klar. Das geht in kürzester Zeit und jetzt beginnt sie sich zu liegen, da ist schon eine abgelegen und die hat jetzt entspannt, kann sie jetzt dann auch liegen. Und schlussendlich liegen sie dann sehr nah beieinander und da sieht man auch, wie wichtig das ist, dass die Kühe natürlich einander sehr gut kennen und lange miteinander das üben können. Das ist auch etwas, was wir heute überhaupt nicht brauchen. Wir haben dann, wenn wir Ställe haben ohne Hörner, können wir Kühe rein, Kühe raus, das rein, raus. Das spielt alles keine Rolle mehr, weil das alles nicht mehr passiert. Wir bringen es aber heute fertig, auf viel kleinerem Raum Kühe zum Liegen zu bringen. Also wenn Sie da sehen, sehen Sie etwa 11 Kühe liegen. Und das sind etwa 11 Meter, etwa 3 Meter tief. Das heißt, auf rund 33 Quadratmeter kann man 11 Kühe hinlegen. Da brauchen Sie bei Boxenlaufstellen fast mehr Platz. Das heißt, die Beziehung zwischen den Kühen so nahe beieinander zu liegen, wird jahrelang geprüft, jahrelang geprobt und die kennen einander.
Da sehen Sie jetzt ein typisches Beispiel, das sind die zwei Stiere von vorne, die hinten in der Weide waren. Sehen Sie, das sind zwei Freunde. Das ist etwas, was jetzt auch beobachtet werden kann, dass in diesem Moment, wo also die Sippe weg ist, beginnt scheinbar die Kuh eine neue Dimension der Beziehung pflegen zu können, und das sind Freundschaften. Und spannenderweise vergessen die Kühe im Gegensatz zur Verwandtschaft diese Freundschaften weniger. Das heißt, wahrscheinlich haben wir eine neue Qualität der Beziehung erreicht von Einzeltier, das aus der Sippe fliegt, das dann offener ist für eine Beziehung zu haben, die wirklich einer Freundschaft ähnlich ist. Kann Ihnen passieren, eine Kuh geht auf die Alp, ihre Freundin bleibt zu Hause, sie kommt im Herbst zurück, kommt aus dem Lastwagen und frisst nach 2 Minuten wieder neben derselben Kuh, wie wenn sie den ganzen Sommer dabei gewesen wären, lasst sie in die Kugel und frisst 30 Zentimeter neben ihr wieder auf der Weide. Sehen Sie sonst nicht bei Verwandtschaften, die gehen vergessen. Und das sind jetzt zwei Stiere, zwei junge Stiere, miteinander aufgewachsen, und sehen Sie, was sie die machen. Die berühren sich da hinten. Auf der Weide vorher, wo sie so viel Platz hatten, suchen sie die Wärme zueinander, ermöglichen sich eine Wand hinten, einen Schutz hinten, und geben sich das gegenseitig. Wenn Sie da, diese Stiere werden da, das Leben lang eine gewisse Freundschaft pflegen, wenn sie so aufgewachsen sind. Und jetzt kommt der Mensch dazu, ein Bild einer Künstlerin, die seit Jahren auf unserem Betrieb malt. Das ist ein ganz großes 20 auf 10 Meter, nein, was sage ich, 4 auf 3 Meter, Entschuldigung. Und da sehen Sie da vorne sehen Sie eine Kuh, die der Mensch fixiert, ganz schön ausgezeichnet, das ist die Rosmarin, die auf ihn zukommt. Hinten sehen Sie die ganze Herde, hinten den Stier, der mit dem weißen Dreieck ist der Stier. Der Landwirt muss so ganz genau schauen, wie steht jetzt gerade der Stier in der Herde, weil das ist das große Problem. Wenn ich die Herde hole, bin ich Konkurrent des Stieres, muss ich schauen, dass er mit der gegenwärtigen Dulcinea zusammenbleiben kann und ich mich nicht dazwischen stelle, sonst kommt 1,6 Tonnen wütiges Aggression kommt daher, dann können sie noch schnell rennen. Gummistiefeln geht das nicht so schnell. Rechts hinter sich hat er zwei Kühe, die er nicht sieht, aber doch spürt, sieht man sehr genau, man sieht nur die Umrisse, und er spürt eigentlich, hinter mir sind auch noch Kühe. Und mit diesem, sage ich mal, räumlichen Bewusstsein muss der Mensch beginnen, in dieser Herde sich zu bewegen. Das ist natürlich auch, wir setzen das auch therapeutisch ein, es ist ein wunderbares Therapeutikum, Kühe. Herden und Kühepflege können Sie nicht ersetzen durch irgendeine künstliche Welt, die Sie noch so schön machen. Ich weiß nicht, das Neueste zum Beispiel in der Psychiatrie ist Snuseln. Da füllen Sie einen viereckigen Raum kniehoch mit Gummiballen und da können Sie darin ein Erlebnis haben von getragen sein. Und wenn Sie da so getragen in einer Herde sind, haben Sie das auch und dann erst noch in einem wirtschaftlichen Kontext. Nun, dass, wenn wir das heute anschauen, das war so ein bisschen heile Welt über die Kuh, da sehen wir, dass wir ja heute eine andere Kuh haben in der Welt. Und ist aber nicht das Problem der Kuh, sondern ist ein anderes. Wir haben heute ja eigentlich zwei Landwirtschaften, sage ich einmal ganz grob, die sich so ein bisschen bekämpfen, oder jeder Landwirt muss sich heute ein bisschen entscheiden, will ich in diese Richtung oder in diese Richtung gehen. Die eine Richtung ist die, dass wir eigentlich so tun, wie wenn die Welt ein Teller wäre. Überall gleich, 2 Minuten. Und wir haben überall die gleichen Maissorten, die wunderbaren Firmen sind ja zusammengeschrumpft und haben noch einzelne Sorten. Wir haben überall in Japan, in Amerika, in der Schweiz, überall dieselben Höfe mit denselben Kühen. Genetisch sind sie immer mehr verwandt miteinander. Und die landwirtschaftliche Kunst ist eigentlich die Frage, wie kann ich dieses Weltsystem in diesem Weltmilchsee produzieren, wie kann ich dieses System auf meinem Standort installieren? Und wenn dann der Standort sagt, hallo, ich möchte etwas anderes, er kann das ja nicht, indem er einen Plakat zum Boden aushält und sagt, lieber Bauer, ich hätte gern mal eine Kleewiese oder so, sondern der macht ja dann Probleme, oder? Dann sagt der Bauer, psst,
Das ist die eine Möglichkeit. Und dann wird eigentlich die Landwirtschaft auf der Welt immer gleicher. Und wir haben zum Beispiel einen Vorteil, Sie können dann auf der ganzen Welt zum Flugzeug herausrennen, zum Kiosk springen und einen Mars kaufen. Oder? Und es interessiert Sie nicht, wo die Milch herkommt im Mars und wo das Karamell herkommt oder wo kommt der Zucker im Coca-Cola. Stellen Sie sich vor, 200 Gramm Zucker im Coca-Cola hat ein Bauer mal gesät. Da ging mal eine Zuckerrübesame auf im Boden. Haben Sie noch nie gedacht? Aber wir denken an Weihnachtsmann und Coca-Cola und schöne Dinge und so. Aber es hat keinen landwirtschaftlichen Bezug mehr. Seht Sie? Das ist die eine. Und ich nenne das die horizontale Landwirtschaft. Überall gleich. Die Kunst der Landwirtschaft heißt dann Standort überwinden. Und da gibt es einen großen Denkfehler. Und der ist... Bitte? Wohl, könnte man ökologisch einrichten, dass es dauerhaft wäre. Können wir überall, kann man wieder hineinbringen, Kreislauf machen. Es gibt einen Fehler, das ist nicht so. Ein grundsätzlicher Denkfehler. Hä? Moll, die ist zufrieden, die hat die Hörner weg, die frisst den ganzen Jahr dasselbe, den ganzen Tag, die ist mit Kuh funktioniert wie eine Kläranlage. Nein! Die Welt ist rund! Die Welt ist nicht ein Teller! Die Welt ist rund und weil sie rund ist, hat sie an jedem Standort theoretisch ein bisschen eine andere Voraussetzung. Die Energie an jedem Standort ist ein bisschen anders, weil noch die Erdachse so schräg ist. Mindestens 250 Jahre ist sie rund, die Welt. Vorher war sie so schön ein Teller, da konnte man die Äußersten hinunterschupfen, oder? Sagen wir. Da sind sie in den All geflogen. Aber jetzt geht das nicht mehr. Jetzt ist die Welt rund. Und wenn wir jetzt nach vorne Aggression machen, kommt das paff irgendwann 2 Jahre von hinten zurück. Also das heißt, die Welt ist rund und die Kunst des Landwirtes auf der runden Welt ist, den Standort individuell zu entwickeln. Die Kunst, darum habe ich ein Bild da, die Kunst. Landwirtschaft ist eine Kunst, den Standort individuell zu entwickeln. Und das ist die Idee der Hofindividualität. Hören Sie das? Das heißt, es gibt keinen Standort, der gleich ist wie der andere. Und die Kunst der Landwirtschaft ist das Beziehungsnetz des Standortes flüstern zu hören, sage ich jetzt mal, oder? In der Sprache dieser Tagung. Und eigentlich die Musik zu entwickeln aus dem, was da ist. Und der Generator, Entschuldigung, auch dieses mechanische Wort, dieser Entwicklung wäre die Kuh. Weil sie den Standort ins Gleichgewicht bringt. Wenn wir dann die Kuh ins Gleichgewicht bringen. Und wir machen das Gegenteil, wir füttern die Kuh aus der ganzen flachen Welt und bringen ihr das Zeug vor die Krippe. Und dann sagen wir, es ist ein Klimakiller. Aber das hat nichts mit dir zu tun. So. Dann bin ich froh, das war ja mein Abschluss, haben Sie doch gesehen, die Kuh wäre eigentlich das Tier, um die Globalisierung richtig zu verstehen.